Jo, damit sind wir zurück zu Assassin's Creed. Wir finden jetzt den Apollodorus. Da ist er. Ich hab schon mal kurz vorgescoutet. Was? Ach, das ist... Hey, warum hab ich gerade andere angezeigt? Aya sent me to speak to Apollodorus. Shh. I'm sure you can appreciate that my master takes precautions concerning those he meets. I have a question only he can answer. I will tell him you seek his counsel and that Aya recommends you. Mm-hmm. Wait for tonight. If he sees fit to meet you, you'll be found near the lighthouse then. Until then, the Hippodrome's commemorating one of its greatest racers. Plenty of drinking and festivities, along with the races themselves, of course, if that appeals. Wenn ich so etwas mag. Wenn du die Fähigkeit meditieren lernst, kannst du schnell die Tageszeit von Nacht zu Tag oder von Tag zu Nacht ändern. Ja, entweder machen wir ein bisschen Rennen, aber wir wollten die Quest vorantreiben. Apollodorus ist nur bei Nacht anwesend. Sprich mit Apollodorus am Leuchtturm in Kanopos. Wird uns das angezeigt? 734 Meter entfernt. Ach, da oben, an dem Leuchtturm. Ich glaube, wir haben einen Punkt über, dann könnte ich meditieren lernen. Ja, kann ich lernen. Kann nämlich das Ganze ein bisschen voranbringen, ein bisschen beschleunigen. Den Leuchtturm waren wir schon, das heißt, wir können auch schnell reisen. Kann ich jetzt nicht hin schnell reisen, weil die Quest im Weg ist? Was? Also manche Sachen sind echt merkwürdig. Aber da kann ich auch nicht hin. Ich meine, ich hätte da schon den Schatz geplündert. Naja. Drücke L und R, um ein Foto zu machen. Naja, Wahnsinn. Ganz viele Fotos machen. Hab ich schon immer von geträumt. Na komm. Die wilde Stute hier. Und wieder rechts hinkommen zum Leuchtturm. Ich muss gleich mal gucken, wie man meditiert. Ob wir irgendeinen Knopf drücken müssen oder ob das einfach irgendwie im Menü auswählbar ist. Das ist hier eigentlich Leder, die Tiere. Geben die mehr Rohstoffe. Ruht sich aus. Ich will die auch nicht erschießen. Nachher gehören die jemanden. Ich krieg Ärger. Wahrscheinlich hier den Bauern, den ich jetzt umreite. Ups. Kann ich das Tier auch umreiten? Jetzt wirklich, Alter. Fährt da gerade ein Ochsen umgeritten. Halte, was auch immer das für eine Taste ist, um die Zeit schneller vorgehen zu lassen. Was sind das für Tasten? Alter. Die habe ich nicht auf meinem Controller. Nein. Das ist der Fotomodus. Nein. 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 Was waren das für... Ah, warte mal, da oben. Nee, neigen steht da. Ich dachte, steht meditieren. Steht das in der Steuerung? Ich muss ja eben kurz ins Menü gehen. Sonst suche ich mich wahrscheinlich dumm und dämlich. Steuerung. Jetzt ist über hier Controller. Adler steuern, Animus, leichter Angriff, Attentat, bla bla bla. Pausemenü, Karte, hoch, runter, ausweichen, Kamera. Steuern, Sekundär, Fackel, Reittier, Hilfsmittel. Hä? Da steht doch nichts vom Meditieren, bin ich blöd. Was ich das mit der Maus mache, steht da irgendwas zum Meditieren? Genschild, Maus. Steuerung XY. Eye-Tracking. Eye-Tracking, Alter. Ja, das läuft ja gut hier. Ist das die Taste? Nein, das ist ein normales, ey, da kriege ich irgendeine Fähigkeit und weiß nicht, wie ich die benutze. Was ist da? Was ist denn Layla? Ach. Ist das die Hauptperson, die im Animus liegt? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Bei dem Spiel. Statt doch was mit zwei Kästchen. Was sollen denn diese zwei Kästchen bedeuten? Ich bin nur... Dingens, Start. Oben. Rechts. Links. Was habe ich diese Scheißfähigkeit erlernt? Ha, Bea!
Ich würde hier gerne meditieren, Frau. Was ist das? Wenn wir Absicht machen, sich mal, ich bin einmal jetzt seinem Wort steht, hier ist dein Anteil. Oh. Haben wir wahrscheinlich schon mal geplündert, ne? Ja. Ja, das ist doch jetzt echt blöd. Mal meditieren und ich weiß nicht, wie das geht. So. Halte Dingens und Dingens gedrückt, um dich hinzusetzen, in dich zu gehen und Zeit schneller vergehen zu lassen. Was ist denn das für eine scheiß Taste? Ich halte jetzt die gedrückt. Ich halte die gedrückt. Wenn ich beide gedrückt halte. Ich habe diese Taste nicht auf meinem Controller. Vielleicht im Sitzen? Irgendwas, da stand ja um mich. Entschuldigung, Frau. Ey, das gibt's doch gar nicht. Halte unten gedrückt, um ein Reittier zu rufen. Halte links gedrückt. Das sind alles normale Tasten. Alles gut erklärt. Halte RB, RT gedrückt. RT. Und hier steht so ein Scheiß. Nee, keine Ahnung. Sorry, ey. Das ist gerade echt blöd. Ja. Bleibt mir anders übrig, ne? Mach ich halt ein Rennen. Damit die Zeit vergeht. Total bekloppt. Jetzt muss ich nachher mal im Internet mal gucken. Das Spiel gibt es ja auch für Xbox. Das heißt, es muss ja das gleiche irgendwo auf dem Xbox-Controller sein. Ich möchte gerne ein Zeitrennen machen. Rennen 1. Erreiche die Bestzeit. Muss ich jetzt irgendwas Besonderes dafür machen? Da. Wer sind Roland Hillmann und Reflex? Ach. Ich mag nicht, dass das Spiel einen manchmal so komische Sachen reinhaut. Ich gar nicht weiß, was ich hier tun muss. Muss ich schneller drücken? Nee. So, bremse ich. Der Korb bremse ich. Sehr mysteriös. Schön, dass man hier einfach reingeworfen wird und mir überhaupt nicht erklärt wird. Ich habe ja da oben auch so einen Balken, so eine Leiste. Was mache ich denn mit der? Hä, wenn ich A drücke, haut der drauf. Wenn ich drücke, passiert nichts. B bremst der. Brauche ich das in den Kurven? Manche Sachen sind echt. Ja, letzte Runde. Ich teste jetzt, was ich hier machen muss. Ist eh verloren. Das ist darüber einfach nur meine Gesundheitsbalken. Ja, Probe ist natürlich nicht verfügbar. Das ist immer eine Folge, wo gar nichts geht hier. Das war ein richtig starkes Rennen. Hat auch richtig Spaß gemacht. Ich bin Vierter geworden. Krass. Ja, Knuddel sind super. Ich heiße so übrigens nicht Bourbon Kid. Aktivität beenden. Ja, ich möchte die beenden. Ich möchte die auch eigentlich nie wieder machen. Das war die schönste Aktivität in meinem Leben. Ein Pferd hier im Kreis zu reiten. Und völlig zu verkacken. Ey, mich regt das immer noch so auf, dass ich meditieren soll auf eine Taste, die es nicht gibt. Und dass ich dann in ein Pferderennen geworfen werde, wo es mir nicht erklärt wird, was ich da tun soll. Hey, his name was Ego.
Ja, der Typ ist nur bei Nacht anwesend. Ja. Dann soll es endlich mal Nacht werden. Gibt es eigentlich überhaupt eine Zeitanzeige oder so? Damals gab es keine Uhren, ne? Ach gut, aber ein Vogel, der irgendwelche Sachen scannt, gab es auch nicht. Also kann ich nur wahrscheinlich auf die Sonne gucken. Ich brauche eine Sonnenuhr oder so. Töte den Hauptmann. Ja, das haben wir schon gemacht. Gibt es hier noch irgendwas? Komm, dann gehe ich noch in die Stadt. Entdecke eben den Rest. Ah! Sorry, Leute, ich bin genervt. Die Folge. Ah! Könnte ich erwürgen. Also das Spiel könnte ich erwürgen, wenn es einen Hals hätte. Warum zur Hölle spawne ich denn jetzt auf dem Kopf von dem Typen hier? Ah! Ich dreh echt am Rad, ey. Kann ich irgendwo so einen Todessprung untermachen? Nein, auch nicht. Natürlich nicht. Macht natürlich viel Sinn, dass ich einfach ein Dach hier spawne. Da ist ein Fragezeichen. Da. Da gehe ich hin. Das kann ich eigentlich auch markieren. Bevor ich mich hier wieder verlaufe. Ja, komm, spring runter. Steh nicht so an. Sonst springt er auch von jeder Höhe runter, bricht sich tausendmal das Bein und läuft weiter. Und da will er einfach nicht aus 10 Metern runterfallen. Vor allem 10 Meter, 1 Meter vielleicht. Da, ja. Zack, wieder am Fuß gebrochen, aber läuft weiter. Ne? Move! Do it! Komm, fährt gegen mich, wer ist stärker? Wer ist fetter? Wer ist fetter? Ah, erst was Kamel gecheckt. So, was wird mir denn angezeigt? Da oben. Ich will mal gucken. Ach, Ayas Haus. Guck mal, das Haus unserer Geliebten haben wir gefunden. Ja, wir können direkt mal ausrauben, was man halt so macht, wenn man das Haus der Geliebten entdeckt. Mal gucken, was sie hier in ihrer Schatztruhe hat. Unterm Kissen hat sie einen Hammer, wie ich das richtig sehe, einen Bogen und Geld. Hab ich auch immer unter meinem Kopfkissen. Hab ich immer darunter. Falls mal nachts, ne, jemand hier in mein Haus einbricht, hab ich erstmal Pfeil und Bogen, um den dann richtig fertig zu machen. Raus hier. So. Da es ja immer noch nicht Nacht ist, gehen wir zum nächsten Fragezeichen. Wahrscheinlich habe ich alle Sidequests und alle Fragezeichen dieser Zeit hier entdeckt und gemacht, bis es überhaupt mal Nacht wird. Was sagt denn die Sonne? Ja, guck mal, die steht gerade mal da oben. Ist ja nur noch ein Weg unterzugehen. Ach, ist das hier wieder so eine böse Festung, oder? Hier, wo ich unerwünscht bin, wo ich Leute töten muss? Neuer Ort entdeckt. Wachposten an der Südmauer. Schatz plündern. Ja, dann. Ach, da oben. Guck mal. Ach, Level 9er. Das ist ja süß. Der Schatz ist direkt da. Das sind alles nur normale Leute. Das sind die einzigen Wachen, die vier. Und da ist der Schatz, okay. Ja, easy. Wieder hoch. Ich bin fertig. Zack. Ich kletter mal so die Mauern hoch. Wer kann das nicht? Ja, I don't draw attention here. No problem. Keine Attention. Nur Leute töten. Das ist auf der anderen Seite. Ja, machen wir das so. Guck mal, da ist ein Pfeil im Kopf. Ups. Kriegen die anderen gar nicht mit. Ich meine, Pfeil einfach direkt nebenan in den Kopf reinschießen. Guck mal, ob die das checken. Oh. Der steht auf, der hat den Luftzug gemerkt. Hey! Hey! Die! Ja. Ah, you are. Er hat ein Messer in die Wand geworfen. Das ist natürlich.
macht der denn da? Warum tut der denn? Au! Hab ich gepiekst? Au, der hat mich schon wieder... Jetzt hab ich den aber. Ah. Ja, direkt den Kopf abschlagen hier. Tausendmal gewirbelt. Oh, guck mal, Stufe 15. Oh, ich würde gerne. Und wieder Erfahrung gesammelt. Perfekt. Perfekt, perfekt. Und ein Zettel, der hier noch liegt. Hier passiert nie etwas. Ich wette, bei der Lagerhalle im Süden passiert viel mehr als hier. Oh, wie man es halt nimmt, ne? Ich glaube, bei denen geht auch nicht mehr so viel. Kann ich den tragen? Komm, ich könnte ihn mal wegtragen. Warte mal, wir machen mal so, als wäre das hier so eine blutige Orgie gewesen. So, die haben zu viel getrunken und dann hatten die sich hier lieb. Und der auch noch. Der hat die dazu angezettelt. Mit seinem komischen Essen da. Was ist das denn? Was ist das? Ein Stück Möhre? Das andere sieht aus wie ein Stück Gammelfleisch und. Ist das gelbe da Pommes? Nee, das ist eine Frucht, ne? Keine Ahnung, was die Leute hier essen. So. So. Der liegt aber noch nicht schön genug. Ja, genau. Den Kopf zwischen den... Oh Gott. Er wächst quasi aus seinem Unterleib heraus. Das ist so ein... Weiß ich nicht. Wenn ich das in live sehen würde, würde ich auch so gucken wie der da unten links. Okay. Genug Späßchen hier gemacht. Ich beende mal an der Stelle die Folge und hoffe, dass ich in der nächsten Folge quasi bei Nacht hier ins Spiel starte und wir endlich die Hauptquest weiterführen können, weil wir ja nicht meditieren können, ne? Also bis denn, ich lerne das Meditieren. Auf Wiedersehen, gute Nacht, guten Abend, guten Morgen, was auch immer. Ciao, ciao.